Herzlich willkommen zu Die Siedler 5 und zu der Macht der Priester, wo uns Leonardo jetzt ein paar Sachen gezeigt hat, die wir unbedingt machen sollen. Nämlich hier zum Beispiel uns drum kümmern, dass wir halt die doofen Priester bekehren können. Nicht bekehren können, sondern gegen die kämpfen können und sie platt machen können. Und ich werde jetzt mal, was ich jetzt eigentlich gerade machen wollte, aber jetzt zufällig wieder weggetappt bin. Ich werde jetzt mal 3 Trupps Schützen ausbauen und auch direkt verbessern. So. Und dann war jetzt die Sache, ja, ich muss da irgendwie was bauen. Was baue ich da hin? Was soll ich da hin machen? Ach, hier, guck mal, ich will unbedingt eine Taverne haben, damit ich Diebe haben kann. Weiß ich nicht, was ich... Ach, guck mal hier. Warte mal. Wir schmeißen mal den Alarm an. Vielleicht passiert ja dann was. Ich kann nach wie vor nicht weiches Leder erforschen. Warum auch immer. Warum auch immer. So, passiert da was? Kann der die Gebäude nicht übernehmen, wenn hier Alarm ist? Doch, das kann er bestimmt. Ich denke schon, das kann er. Oder kann er das tatsächlich nicht? Oh, das wäre aber geil, wenn er das echt nicht könnte. Nur weil das Ding halt da ist. So, warte mal, was? Kraftwerkbau. Hälfte errichtet ein Kraftwerk. Okay. Findet die Quelle einen Übelstar. Das ist natürlich echt ein Auftrag hier. So, wo ist denn der komische Helias jetzt wieder? Der jetzt läuft da wieder hier lang. Na klar. Ja, der will jetzt hier überall durch die Gegend rennen. Ne, der will jetzt einfach hier überall hin und guckt jetzt mal, was er hier so machen kann. Und es wäre ganz schön, wenn er mal irgendwie zu einem anderen Gebäude laufen würde und nicht nur hier bei mir in der Siedlung rumhängt. Aber na gut. Kann ich nichts machen. Wenn ich Alarm habe, tun die dann irgendwas? Noch irgendwas anderes? Ne, die machen dann nichts anderes, ne? So, warte mal, da oben wollte ich ja eigentlich hin, hier. Euer Wunsch ist mir. Konnte ich nicht hier irgendwie ein Sägewerk ausbauen? Ich brauche noch Flaschenzug. Ach, geil, während Alarm ist, forschen die sogar. Nee. Hä? Was habe ich erforscht? Ah, Langbogenschütze. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nee, das kannst du noch nicht. Wir brauchen noch mehr Lehm. Bist du immer noch hier, Helias, du komischer Kerl? Verschwinde mal bitte wieder. Ich bräuchte nämlich noch ein bisschen... Gerne, das mache ich. ...andere. Ich bräuchte nämlich noch ein bisschen Fortschritt hier. Ich möchte noch ein bisschen was erledigen. Okay, gut, wir haben Leonardo auf jeden Fall gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Kraftwerk bauen ist also eine der nächsten Sachen, die wir halt machen müssen. Okay, hier natürlich mega krass mit unseren ganzen Leibeigenen. Dass wir hier einfach so ein Riesenfeld haben. Ich würde tatsächlich damit gehen und das hier einfach mal eine Alchemistenhütte hinsetzen. Weil wir ja irgendwie auch das Ding erforschen müssen, ne? Ah, er ist wieder weg. Okay. Gut. Er ist wieder weg, dann können wir jetzt den Alarm erstmal abstellen. Keine Ahnung, wo er jetzt hingelaufen ist. Wahrscheinlich steht er gleich wieder hier und dann... hallo, da sind wir wieder. Aber naja, wir machen das nach und nach und nach und ich lasse mich da jetzt einfach gar nicht unter Druck setzen. So, ihr Typen. Ja, das ist ja hier der gute Erik. Ein Schankwirt. Na, das ist doch schön, der Schankwirt fängt an. Das ist doch toll. Es lässt doch das Herz höher schlagen, wenn da ein Schankwirt kommt. So, was sollten wir denn noch hier irgendwie machen können? Ja, noch mehr Lehm wäre natürlich praktisch. Lehm ist immer gut, ne? Wir haben hier die Ziegehütten, die arbeiten natürlich gut vor sich hin. Ja, die beiden Schmieden hier. Mhm. Nicht so schön, aber gut. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Sag mal, wieso kommen denn hier jetzt schon wieder solche komischen Milizen angeflogen? Wo kommen die denn immer alle her? Das sind wahrscheinlich die ganzen Soldaten, die halt hier vorher gearbeitet haben. Die werden jetzt so nach und nach alle übernommen. So, warte mal. Jetzt darf ich nochmal hier gucken. Ich möchte hier nämlich ausbauen. So, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ah, guck mal, jetzt hängt er hier wieder rum. So ein Helias hängt da wieder rum. Und sollte ich mich da vielleicht nicht zu sehr in die Nähe wagen? Sonst könnte es ein bisschen gefährlich werden.
Was ist denn hier oben? Wie weit kommen wir denn hier? Wir kommen da ja irgendwie hoch, ne? Eure Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Oh, die wollen ja unseren Aussichtsturm platt machen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja, sag mal, das ist ja wohl... Na, nee, also das sehe ich aber nicht gerne mit an. Gut, ich könnte hier Ballistatürme bauen. Aha. Jetzt will er sich unser Stadtzentrum hier snacken, oder wie? Ich kann leider keinen weiteren Alarm ausrufen. Das gefällt mir nicht. Ausbau fertig. Wieso ist der denn schon wieder da? Der war auch eben weg. Och Mann, ey. So. Es gibt zu wenig. Verliert unser Turm immer noch Leben? Nee, okay. Das ist jetzt okay. Es ist schon ein bisschen komisch. Gleich macht es wahrscheinlich Plöms und dann ist das Stadtzentrum weg. Nee, er ist noch da. Okay, was hat er jetzt übernommen? Sägemühle hier? Die Kapelle hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Sägemühle gerade, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. So, hier ist ja ausgebaut. So, warte mal, womit fangen wir an? Jetzt ist das natürlich jetzt die Metallurgie. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser. Ah, klar. Natürlich. Ihr bringt euch mal alle in Sicherheit und ich schmeiß den Alarm gleich wieder an. Warum kommst du denn gerade jetzt, wo ich hier... Alter, ich habe gerade angefangen hier. Irgendwie schön... Das ist nicht wahr, ne? Kann doch gar nicht wahr sein. Komm, reiß mal direkt wieder ab. Sag mal, wenn das hier so losgeht, dann sage ich ja gar nichts dazu. Nee. Nee. Kannst du wohl knicken hier. Wer so anfängt hier, ey. Wer so anfängt. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. So. Ist mir doch alles egal, ob ich angegriffen werde oder nicht. Sein muss. Hau bloß ab hier. Blöder Kerl. Alter, das hat mich ja damals schon bei Macht der Priester 2 total gefrustet und gewurmt. Diese ganzen Typen hier, ne? Erik, möchtest du nicht lieber hier mit den Typen kämpfen? Den Gutshof kannst du da gerne auch erstmal noch stehen lassen. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig spielentscheidend. So, wir könnten aber noch unsere Soldaten verbessern. Natürlich. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ah ja. Der Tag der Abrechnung. Wir schicken mal einen Trupp nach vorne. Eure Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Okay, ja, wir kommen hier nicht durch, ne? Okay, ja, mal sehen. So. Ja, also. Ein paar lächerliche Milizen hier. Das ist jetzt ja wirklich kein großes Hindernis. Okay, ja, nicht genug Wohnhäuser. Das ist natürlich ein Problem, aber. Das Gebäude. Was soll ich machen? Ich bin so. Ach so, oh, Moment mal. Solltest du vielleicht mal hier mitkämpfen, ne? Er sollte sich da vielleicht mal ein bisschen mit beteiligen. So, Metallurgie haben wir jetzt erstmal, damit wir ein Laboratorium bauen können. Und mit dem Laboratorium da. Unser Dorf wird angegriffen. Ja, ich weiß da drüben. Alles gut. So, Laboratorium. Dann Lundenschloss, damit wir Scharfschützen bauen können, wird definitiv erforderlich sein. Flaschenzug, Sägemühlen, ja, definitiv auch. Wir fangen erstmal klein an, ne? Wir fangen erstmal klein an. Alchemistenhütte ausbauen zum Labor. So. Ein Alchemist beginnt. Kann natürlich niemand... Ah, doch, hier, doch. Da ist noch ein Gutshof, der besetzt werden kann. Haben wir hier auch noch irgendwo ein Wohnhaus? Nee, Wohnhäuser haben wir leider keine. Keinen Platz zum Nächtigen. Ja, dann hat er halt keinen Platz zum Nächtigen. Ist halt so. Soll sich mal nicht so anstellen, der Gute. So, also. Och, nö, ne? Das ist doch... Sag mal, riechst du das oder was? Wenn du jetzt hier stehen bleibst... Alter, du bist ein Arschloch, ey. Echt, ey. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt komm da mit so einem Kack um die Ecke. Boah, ey. Alter, nee, ich flipp aus. Ich baue hier ein Ding, ich baue da ein Ding, ich baue hier ein Ding, ich baue da hin. Wollt ihr mich verarschen? Ich baue jetzt einfach überall. Alchemistenhütten ist mir auch kackegal jetzt hier. Scheiß drauf. Echt mal, ey. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Als würde sich denken, oh ja, ich renne jetzt immer als erstes zum Laboratorium, weil da droht mir die größte Gefahr. Alter, so ein bisschen random, okay. Aber das ist schon ein bisschen sehr random, oder? Wieso werde ich jetzt eigentlich überall hier angegriffen? Was ist denn hier bitte los?
Ach so, weil hier unsere Alarmhäuser gerade drauf schießen, ne? So, verschwindest du mal? Ja, Milord. Hier, da kommt mal wieder eine Miliz angestinkert. Weiß nicht, wo die jetzt herkommt, was die hier jetzt wieder zu suchen hat, was die jetzt hier wieder will. Folgt mir in den Kampf. So, und Helias, zum Glück kann der Erek nicht übernehmen, ey, das wäre ja noch schöner. Fertig, Meister. So, Yuki, komm mal hier mit dazu. Natürlich. Ach Gott, ey. Was wollte ich jetzt eigentlich? Armbrust schützen. Ja, damit ich mehr Eisen kriege, ne? Ich kriege aber gar nicht so viel Eisen, weil ich sollte hier... Na, schalte erst den Alarm aus. Ja, okay, ich muss erst Alarm ausschalten. Ah, er ist weg. Okay. Wo ist er jetzt? Der Alarm ist beendet. Ist mir jetzt egal. Aber ich muss auf jeden Fall hier loslegen. So. Es gibt hier draußen? In eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe. Okay, von wo könnten wir denn hier rankommen? Ja. Könnte... Ja. Nur, ihr kommt eh nur bis da, okay. Ihr kommt also nicht weit genug, leider. So, ich baue jetzt hier echt noch eine weitreiche Misshütte. Es ist mir völlig egal. Ist mir völlig egal, was jetzt hier passiert. So, haben wir hier schön. Ist doch schön, das Ganze. Haben wir hier noch einen Alchemisten? Ah, können wir natürlich keinen Alchemisten... herholen, weil wir nicht genügend Bauernhofplätze haben. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Eure komm. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. Wir müssen mal ein paar Leute sonst entlassen hier, ne? Ausbau abgeschlossen. Ja. Irgendwann, irgendwo müssen wir ein paar Leute loswerden. Ja, komm, ich reiß hier meine zweite Kapelle ab, oder? Naja, die könnten wir brauchen, falls mal eine übernommen wird. Ach, andererseits nutze ich die Steuern im Moment nicht mal. Also von daher, ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Wo? Ach, hier. Okay. Aber gern. Alle drauf da. Verprügelt die Schwertkämpfer. Verprügelt die jämmerlichen Schwertkämpfer. Oh, ich glaube, das waren mal unsere. Ja, jawohl. Würde ich schätzen. Der Sieg wird unser würde vermuten, sein. Dass das mal unsere Schwertkämpfer waren. Einige Weil wer hat sonst hier Schwertkämpfer? Alle Bauernhöfe sind belegt. Ach, guck mal. Der hat sich sogar ein bisschen Schwefelchen mitgebracht. Das ist ja nice. Ich habe nämlich keins. So, habt ihr schon einen getötet? Ah, geil. Ihr habt sogar schon einen getötet. Ha, noch einen getötet. Geil. Tja, die Leibeigenen prügeln einfach alles kaputt. So einfach geht das. Müssen wir hier gar keinen... sonst gar keine Gedanken machen. So. Was geht hier sonst ab? Also, die forschen hier. Wir haben jetzt nach wie vor leider immer noch zu wenig Leute. Ah, okay. Erik kümmert sich um die hier. Gut. Wir haben schon ziemlich viele Steine. Wir haben nicht so viel Eisen. Eisen wäre halt sehr, sehr schick, wenn wir noch mehr Eisen hätten. Schwefel natürlich auch, klar. Wir müssen halt jede Menge Schwefel hier veredeln. Eine eurer Helden steckt in Ich glaube, ich muss hier wahrscheinlich tatsächlich erstmal Leibeigene entlassen oder so. Oder hier ein paar Ziegelbrenner oder so. Ziegelbrenner, ein Bauern. Oh, nee, das war nicht so schlau. Das war natürlich nicht so schlau. Das war überhaupt nicht schlau. Aber hier Priester könnte ich erstmal entlassen. Priester brauche ich gerade nicht. Zack. Kannst auch rausgehen, gerne. Was haben wir hier noch? Hier noch ein Priester. Oh, warte, da. Was will er da wieder übernehmen? Ach, die Kapelle gehört eh schon nicht mehr uns. Ja, okay. Okay, es gehört eh schon wieder alles nicht mehr uns. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ja, das Problem ist, ich sollte jetzt erstmal dafür sorgen, dass ordentlich Schwefel veredelt wird. Denn sonst kommen wir nicht weit. Sonst kommen wir wirklich nicht wahnsinnig weit. Das ist leider ein Problem. So, ihr könnt hier hinten eigentlich eh nicht viel machen. Dann könnt ihr hier ein bisschen Platz machen. So, räumt ein bisschen auf hier. Was ist mit euch? Ja, ihr könnt eigentlich im Moment auch nicht viel machen, ne? Bleibt ihr da halt erstmal stehen. So, die Leibeigenen kümmern sich darum. Wenn hier keine Gebäude stehen, dann... Was versuchst du noch zu übernehmen? Hier ist doch jetzt nichts mehr. Hier hinten das Labor wirst du ja hoffentlich nicht schaffen aus der Entfernung. Ja, halt auch so wenig Leute, ne? Kann kein
freies Bett finden. Okay, die stehen hier und warten. Das, die kommen noch nicht so weit. Naja gut, ich meine, wenn wir hier irgendwie ein bisschen durchkommen würden. Ja, wir erledigen das. Für Ruhm und Ehre. Was würde passieren, wenn wir da reinrennen? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Sterben wir? Oder wie? Oh ja. Sterben sie halt einfach mega instant, einfach zack. Einfach instant dead. Ihr habt eine neue Technologie. Ich würde ja trotzdem probieren wollen, das irgendwie hier mit einem Dieb zu erledigen. Funktioniert aber, glaube ich, nicht so einfach. So, Lundenschloss oder... Ja, erstmal Lundenschloss. Und wir brauchen die Zitadelle. Die brauchen wir definitiv. Wir haben nicht so viel Lehm, aber wir brauchen ja eigentlich sonst auch kein Lehm, ne? Passt eigentlich schon. Ist schon okay. Nutzt mal das Lehm zum Ausbau. So, wo laufen diese komischen Priester rum? Eigentlich ist mir fast egal, was er übernimmt. Ich meine, ja, hier hinten, ein paar Gebäude wären halt nervig. Ein paar Gebäude wären halt wirklich ärgerlich. Wir machen nicht so viel Eisen, ne? Wir kriegen nicht genügend Eisen. Hier, guck mal, warte mal, Kollege. Wir brauchen hier definitiv noch ein Wohnhaus und auch definitiv noch einen Bauernhof. Wir kriegen nicht so viel Eisen, wie mir recht wäre. Das hier finde ich doof. Das hier ist halt echt ein blöder Bug, den ich ausgelöst habe. Jetzt kriege ich halt ausgerechnet die Schützen nicht verbessert, was natürlich richtig doof ist. Das finde ich natürlich wirklich richtig doof. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja, bessere Rüstung brauche ich eigentlich gar nicht. Wir werden selten angegriffen. Wir müssen halt nur mehr Schaden machen eigentlich. Das heißt, ich gehe lieber auf Schaden. Ja, stimmt ja eigentlich. Er hat da oben ein paar Truppen, aber das ist eigentlich auch fast alles. Ah, Moment mal, dann kann ich doch jetzt den Plan machen, den ich vorher eigentlich vorhatte. Nämlich hier hinrennen. Yuki mitnehmen. Die hier sowieso irgendwie, keine Ahnung, was macht. Sich ein bisschen hier komisch verhält. Dann können wir hier schon mal ein paar von den Kanonentürmen gleich platt machen. So einfach machen wir das. Soll ich dann schon mal hier auf Armbrustschützen gehen? Ja, ich gehe schon mal auf Armbrustschützen. Ich brauche bessere Einheiten. Ich brauche einfach gute Einheiten, das ist das Wichtige. Was macht der Siedler hier? Der chillt hier. Moment mal. Da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich nochmal mit. Bevor es hier irgendwie was anderes gibt. Okay, Zitadelle. Das macht Spaß. Dann gehen wir jetzt hier drauf. Oh, 1212 Eisen. Okay. Gut. Das nehme ich mit. Da gibt es ja nun wirklich gar keine Frage jetzt. Okay, dann hier Holzhärten. So, und dann können wir eigentlich jetzt auch so nach und nach hier wirklich unsere Stadt weiter aufbauen. Ja, klar. Warum mache ich mir überhaupt Gedanken? Klar ist das Labor jetzt mittlerweile weg. Unsere Stadt ist nicht mehr unsere Stadt. Aber zum Glück haben wir unsere Stadt unweit unserer Stadtmauern aufgebaut. Na, du Drecksack, was machst du hier? Ach, manchmal machen Beleidigungen schon Spaß, wenn man weiß, dass es nicht den Falschen trifft, ne? So, der will jetzt hier wahrscheinlich unsere Schwertkämpfer haben. Das heißt, wir laufen mal schnell weg. Ja, siehste wohl. Hier, ne? Der wollte gerne unsere Schwertkämpfer haben. Was könnte er denn hier übernehmen? Ich rufe Alarm aus. So, nicht, dass er hier irgendwie Sägemühle oder was weiß ich noch übernimmt. Das mag ich nicht. Das soll nicht so sein. So, hier kann ich ja nicht, ne? Schalte den Alarm aus. Ja. Okay, wir haben ja schon mal ganz gut veredelt. Ein bisschen was kommt noch dazu. So, gehst du wieder weg? Naja, er möchte noch nicht wieder weggehen. Oh, geil. Warte mal. Das ist doch nicht vom Alarm betroffen hier, ne? Nein, das ist nicht vom Alarm betroffen. Das ist gut. So, können wir nämlich hier oben auch gleich den Kollegen hier fragen, ob der nicht hier einen Schießplatz hinbauen möchte irgendwo. Können die komischen Typen hier Schießplatz übernehmen? Geht das? Weiß ich nicht. Ich bin fertig hier.
kann ich jetzt Feierabend machen? Sie schallert. Weiß ich nicht. Wir probieren das jetzt einfach mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. So, neuen Bauernhof haben wir. Wohnhaus haben wir ja sowieso, was besetzt ist. Naja, gut. Wir würden noch ein weiteres brauchen. So, was ist hier noch? Oh, er ist wieder weg. Wo ist er jetzt hin? Wo läuft er jetzt hin? Wo ist er? Ich muss erst sicher gehen, dass er hier aus unserem Gebiet verschwunden ist. Nicht, dass er sich wieder an einen neuen Ort hinbegibt. Naja, wird schon passen. Wird schon passen. Mal gucken. Ach, da kommt er gerade. Okay, dann lauf mal kurz zum Eisen. Yep. Okay, Yuki, du läufst hier voran. Ja. Und ihr werdet mal kurz hier. Ein Held ist in großer Gefahr. Okay. So, bleibt da schön stehen. Und ihr schnappt euch die Türmchen. Na, machen wir Schaden auf den Türmen? Ich will mal ranzoomen. Ja, wir machen Schaden auf den Türmen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Okay, die Türme kriegen also ein bisschen Schaden. Yuki kriegt natürlich auch ein bisschen Schaden. Oh, relativ ordentlich sogar. Aber jetzt haben wir Aberlisten-Schützen. Das ist gut. Wir sind immer noch bei 125 von 125. Menno. Aber wir sind weit genug weg. Die Türme sollten uns nicht erwischen. Oh nein! Nein, 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 nein. Nicht unsere ganze Bande von Leibeigenen. Oh nein. Ja, ist gut. Ja. Jetzt will er uns richtig nass. Alter! Boah! Alter! So ein Sackgesicht. Alter! Boah, du bist die größte Drecksau, die es auf dem Planeten gibt, ey. Guckt euch das an. 8 Leibeigenen hatte noch. Okay, wir sollten uns mal kurz hier zurücknehmen. Komm mal hierher, Yuki. Wir müssen mal kurz uns entspannen. Alter, so ein Saftsack. Ja, ja. Alter, das ist doch nicht zu fassen. Weg mit euch, ihr Drecksäcke. Ah, okay, komm, lasst sie laufen. Sind nur Taler. Es sind ja nur Taler. Ja, komm, es ist egal. Der Helias macht, was er will. Ich kann da eh nichts gegen machen. Es ist einfach nur ein bisschen lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Es ist wirklich ziemlich lächerlich. Ja gut, was soll ich machen, ne? So, wir machen das so. Es gibt nicht genug zu essen. Bauen das aus. Mal sehen, ob. Ob das überhaupt was bringt. Ich rein. Was passiert hier? Okay. Ein Held ist in großer Gefahr. Schnapp dir bitte erstmal die Miliz hier. Es ist Zeit. Und ihr geht mal da drauf auf die Miliz hier. Kann man nur so gemein sein? Ja, ist gut. So. Kloppt. Dude. Gut. Er ist schon mal weg. Ja, ja. Für die Ehre. Auweia. Das Gebäude. Ah, komm, ey. Baut mal schnell mir was. Jetzt kommen ja auch noch Reiter an. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Das Gebäude. Schön, dass der Arbeiter in großer Gefahr ist. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch. Das finde ich ja richtig schön, dass der Arbeiter in großer Gefahr ist. Aber na gut, dann haben wir halt hier gleich instant alle. So, machen wir hier mal 2 Trupps Speerträger und dann. Ja, lass die Reiter halt den Schaden machen. Oh nein! Ach du. Du Sackgesicht! Ach Mann! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorge. Es ist nur alles genau so gelaufen, wie ich es fast vermutet habe. Wir haben einen voll dreisten Kacksack. Na gut.
Warum läufst du hier überhaupt rum, du? Du alter hässlicher Mann, verzieh dich. So. Ihr seid erstmal gerettet, ne? Ja, hier. Ich will doch nur spielen. Meine Güte. Spiel, gib mir ein Leben. Ah. So, haben wir's. Gut, die sind alle weg. Natürlich. 10 Leibeigene haben überlebt, etwa. Wie ihr wollt. Oder 5. Natürlich. Ist mir auch egal. Eigentlich, wisst ihr was? Irgendwann fange ich an und reiße einfach alle Häuser ab. Dann können sie nämlich nichts mehr einnehmen. Sterben, du Sackgesicht. So. Was nimmt er jetzt noch ein? Er denkt sich, oh, ich hab ja Spaß hier. Hahaha. Ich weiß auch echt nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt mit der Mission angefangen habe. Eigentlich wusste ich genau, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass das kommen wird, dass die Typen rumrennen und alles übernehmen. Ich wusste, dass es die einfach nervigste, weil es macht das Spiel nicht schwierig. Ich meine, ich spiele ja ganz entspannt nebenbei. Die Angriffe, die hier kommen, sind ziemlich billig. Guck mal, oh, da kommen ein paar. Ui, da kommen ein paar Reiter. Es ist jetzt halt. Natürlich. Es ist jetzt nicht großartig irgendwie, dass das Spiel schwer ist. Okay, gut, Erik ist gerade gestorben. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt das große Drama ist, weil jetzt hier ich nicht mehr wüsste, wie ich mit den Einheiten fertig werden sollte, die hier kommen. Oh je, oh je. Nö, das Problem ist einfach nur, dass es einfach nur mega nervig ist. Es macht halt irgendwann ab einem gewissen Punkt halt echt keinen Spaß mehr. Ich meine, ja, pff, schön. Also, na, guck mal, die stehen hier immer noch rum. Die Reiterei gehört aber noch. Guck mal, jetzt reiten sie wieder los hier. Machen wir mal Folgendes. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Wie soll ich mich konzentrieren? Die reiten jetzt gerade los hier, ne? Wie so ein Arbeiter eigentlich. Was ist da denn schon wieder los? Aha. Guck mal, hier. Natürlich. Bilden wir nochmal einen Trupp hier aus. Guck mal, er steht hier immer noch rum. Yuki scheint ihn ein bisschen aufgehalten zu haben. Das ist ja gut. So, Erik ist wieder am Leben. Ja, mal sehen. Ich lasse dir erstmal noch. Da kommt noch einer. Du willst jetzt mir nicht sagen, dass du jetzt hier hinläufst. Na gut, vielleicht will er auch zu Yuki. Das wäre natürlich nice, wenn die beide zu Yuki gehen. Okay. Okay, geht beide zu Yuki. Steht beide bei Yuki euch die Beine in den Bauch. Dann bin ich da ganz glücklich drüber. So. Okay, so, jetzt gucken wir uns hier das Ganze an. Ob wir hier die anderen Kanonentürme platt kriegen. Na. Nur Mut. Wir werden siegen. So, den Kanonenturm schön platt machen. Wir brauchen Yuki ja gar nicht mehr, weil wir jetzt ja Aberlisten-Schützen haben. Das heißt, wir haben genug Power, um die wegzukloppen. So, dann haben wir die Türme hier weg. Vielleicht geht dann das Tor auf. Keine Ahnung. So, wir müssen hier ja eigentlich nur die Verteidigung halten. Mehr müssen wir gar nicht machen. Das ist okay. Ich wollte hier ausbauen irgendwo, ne? Ah, nee, ich habe hier schon ausgebaut. Okay. So. Ja, die Eisengrube ist jetzt nicht so wichtig. Lieber gucken, was hier noch mit dem Kanonenturm ist. Noch ein weiterer. Na? Da. Da ist noch einer. So. Ja, ne? Das große Problem ist halt wirklich, die kriegen dann starke Einheiten, wenn ich starke Einheiten habe. Wenn die keine starken Einheiten, wenn ich keine starken Einheiten baue, dann kriegen die auch keine starken Einheiten. Soweit die Logik. So. Das ist halt das, was hier das große Problem im Prinzip ja nur ist. Aber ansonsten ist da nicht viel dabei. So, das Zelt machen wir mal platt. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Oh, nee, da ist noch ein Kanonenturm. Machen wir erstmal den Kanonenturm platt. Und ich habe irgendeine Forschung abgeschlossen, ne? Wir müssen doch mal hier unten. Ihre Steuern. Haben wir nicht hier sogar noch Arbeiter? Ja, ich habe hier sogar noch Arbeiter. Die sollen mal. Wo war Leonardo? Da unten. Was sollen wir da bauen? Kraftwerk? Kraftwerk. Kein Problem. Okay, bauen wir da ein Kraftwerk. Oh. Da stehen Kanonen rum.
Halleluja, die muss ich aber gleich wegkriegen. Die muss ich auch noch. Ja, die Folge ist auch gleich rum. Ich weiß, unsere Zeit ist gleich vorbei. Aber guck mal hier, wenn wir von hier rumkommen, können wir hier die Dampfmaschine und so vielleicht platt machen. Mal sehen. Und Yuki hält den Helias hier immer noch gut auf. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das echt eine valide Taktik. Dass man sagt, man schnappt... Oh. Ich glaube, unser einer Trupp Speerträger hat ein bisschen geblutet. Ah, nee, der steht hier rum. Okay. Die leben noch. Die leben also noch. Sehr gut. Könnt ihr mal schnell die Kanone noch platt machen? Macht sie nieder. Ja, wunderbar. Die scheinen auch kaputt zu gehen. Nur Mut. Und dann die Kanone hier natürlich auch. Dankeschön. Attacke. Schafft ihr das? Ja. Dafür sind das wir ist... genau die Richtigen. So wollte ich das jetzt aber nicht. Jawohl. Ja, Herr. Ich geh mal hier hin. Bestes. Bitte. Macht sie nieder. Nee, das komm, kann geht ich. Hier bitte hin. Ergreift sie. Seid unbesorgt. Ja. Klar. Ergreift sie. Sofort. Ich tue mein Bestes. Nein. Nur Mut. Wir werden siegen. Okay, ich weiß nicht, warum die paar Typen jetzt hier abdampfen. Oh, ja, die macht natürlich jetzt hier, schießt schön drauf. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, geht mal hier hin. Okay, die machen jetzt das Zelt kaputt. Das sollten sie eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Kanone schnell platt. Ah, oh, ich muss das Zelt kaputt machen. Okay, weil da immer neue Einheiten rauskommen. Okay, ich muss das Zelt kaputt machen. Ich hab's zwar schon verstanden. So. Ist das Tor dann immer noch zu? Schade, das Tor ist dann immer noch zu. Ja, gut. Ihr kommt dann von hier und dann repariert ihr uns das erstmal. Okay. Ja, die Kanonen machen wir gleich platt. Die Eisengrube wird noch platt gemacht und. Wir beenden erstmal die Folge. Ich hoffe, dass wir hier dann bald durchkommen und vielleicht Erfolg haben und irgendwie mit Hilfe von Leonardo dann ja, das Ganze irgendwie zu einem glücklichen Ende wenden können. Mal sehen. Wie gesagt, ist eine sehr nervige Map. Nicht kompliziert, sondern einfach nur nervig und also ein bisschen kompliziert, ja. Aber nicht schwierig. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid nicht genauso frustriert wie ich. Aber jetzt habe ich gerade wieder so ein bisschen positive Energie, weil ich mich jetzt gerade freue, dass wir diesen kleinen Außenposten da oben platt gemacht haben. Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao.